So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir schon da sind. Ob die schon hier hat. Theoretisch müssen wir jetzt da eigentlich schon irgendwie live anwesend sein. YouTube now live on your channel. Jawohl. Aber weiß noch keiner was davon. Mein Handy weiß es auf jeden Fall noch nicht. Jetzt schauen wir mal ganz schnell. Das ist halt so scheiße. Ich sag's euch. Sag's euch doch. Was ist da jetzt los? Also bei mir da der G. Auf dem Rechner geht er. Der Beta. Da geht noch gar nichts. Öffentlich ist er eigentlich auch. Video ist für alle sichtbar. Live Summer. No Summer nur. Aber das sehen wir jetzt noch gleich. Jetzt müssen wir mal ganz schnell schauen, was da eigentlich Sache ist. Ich verstehe das gerade überhaupt nicht, warum das jetzt auf dem Rechner schon wieder geht und auf dem anderen Ding schon wieder nicht. Es ist zum junge Hunde kriegen. Live, erste und warum kann ich den jetzt nicht darstellen? Warum funktioniert das nicht? Meine Damen und Herren, ich bin mal wieder überfordert. Es ist passiert. Also das war der alte. Warum kann ich den jetzt grutze fix? Warum kann ich den jetzt den O schauen auf dem Rechner? Warum sehe ich den jetzt auf dem Rechner, dass ich das. Ah, ich möchte doch in den Chat reinschauen. Ich möchte doch sehen, ob das funktioniert. Ich möchte doch wissen, ob das ich habe, was wir da machen. Ich habe doch keine Lust, dass das. Ich habe doch keine Lust, dass das jetzt mal so ein Geschieß ist. Ah, vertrauen wir da jetzt drauf, dass das funktioniert? Vertrauen wir jetzt drauf, dass das funktioniert? Und gehen wir halt einfach. Ich weiß ja nicht. Ich weiß doch nicht. Geh auf meinen Channel. Da gehen wir mit dem. Unfassbar. 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 Aber essbar. So, das bleibt jetzt mal ein bisschen auf. Weil da muss ich jetzt den Ton ausmachen und dann muss man dies noch machen und überhaupt alles andere muss man auch noch machen. So, jetzt. Wohin geht's? Jetzt haben wir wieder da. Ja, ich habe letztes Mal gesagt, der erste und vermutlich letzte Stream. Warum? Weil ich das nur machen kann, wenn ich sturmfrei habe und alles passt und ich nicht vorhersehen kann, wann das passiert. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo innerhalb von kurzer Zeit das gleich zweimal hier hat. Und deswegen habe ich gesagt, dann auf geht's, machen wir es gleich noch einmal. So, ich habe eine neue Halbe. Das ist also wenn man keinen Greenscreen hat und man muss das Nvidia machen lassen, dann haut das manchmal nicht hier, da verschwindet dann deine Halbe. Halbe, die verschwunden ist. Neues Furt. Genau, so. Also, für diejenigen, die sich aus dem ersten Stream gefragt haben, was ist aus der Mission geworden, ich habe versprochen, dass ich es erzähle. Also, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben mit Michael unseren ersten Heist im Juwelier gemacht. Und tatsächlich ist es ganz wunderbar gegangen. Wir haben aber leider beim Ausweihen von unseren Mitstreiter bei dem Shooter den billigeren Nummer. Weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen sparen und schießen kann ich selber. Und natürlich hätte ich mal Dinge erkennen, dass das nicht bloß eine und wieder aus ist, sondern dass natürlich auf der Flucht dann irgendwie das wichtig ist, dass das hinhaut. Und dann ist der natürlich mit seinem Motorradl hat einen Unfall baut. Und dann ist natürlich das, was er da dabei gehabt hat, das ist natürlich verloren und der Kerl ist irgendwie auch verloren und irgendwie das hätte es nicht braucht. Da hätten wir vorher quasi
Lieber den Deidegang genommen, dann war es vermutlich nicht passiert. Der hätte wahrscheinlich mehr gekostet, aber am Ende hätten wir wahrscheinlich trotzdem mehr Kohle gehabt. Ich habe keine Ahnung. Weil der hätte, glaube ich, was hat, der kostet 14%, hätte der gekriegt von dem Erlös und so haben wir jetzt von drei Motorrad eins verloren. Das heißt, wir haben jetzt 30% verloren, statt plus 14. Schade. War ich selber blöd. Gierig, was auch immer. Geht gar. Genau, aber es ist gut gegangen. Wir haben also jetzt diese Mission beendet und dann, für die, die es gespielt haben, die wissen eh, was passiert. Für die, die es nicht gespielt haben, der nächste Charakter ist aufgetaucht. Trevor ist aufgetaucht. Dieser etwas völlig versiffte Trailerpark-Pisser. Und dieser völlig versiffte Trailerpark-Pisser, der hat natürlich aus der Szene ganz am Anfang, vor 10 Jahren, wo der Banküberfall so grandios schief gegangen ist. Der hat ein bisschen ein Beef, weil der gemeint hat, wir sind tot, aber wir sind nicht tot. Und der hat jetzt quasi über das Fernsehen, über die Nachrichten erfahren, dass wir noch lebendig sind, weil wir was gesagt haben, was so charakteristisch ist, dass er quasi verstanden hat, dass wir das waren. Und jetzt ist der ein bisschen grantig. Und der war gleich so grantig, dass er erst einmal komplette Biker-Gang auseinandergenommen haben. Die haben wir also zusammengeschossen, da habe ich auch zwei Anläufe gebraucht, weil ich habe mich beim Schießen nicht angestellt, aber ich habe mich halt treffen lassen, es war nicht so geschickt und dann bin ich halt gestorben. So. Zweimal. Ja, culpa. Aber was heißt das jetzt? Das heißt, wir sind jetzt mit dem Trevor unterwegs. Das heißt, wir starten jetzt dann gleich mit dem Trevor. Und da ist halt jetzt so, was ist denn das? Ist halt der Puffer dabei? Also, da ist halt jetzt so. Ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Und wir haben jetzt halt die unglaubliche Möglichkeit, dass wir das Ganze nochmal machen, weil wir sturmfrei haben. Aber ich sag's gleich. Ja? Ich sag's gleich. Ich hab wieder meinen Burm im Bett. Und das Babyphone wieder da stehen. Und es kann sein, dass dann leider der Moment kommt, wo ich gehen muss. Weil, oh Wunder. Der Kleine hat dann leider ein bisschen blärt. Und da muss ich aufstehen, muss mich kümmern. Und ja. Also. Wird maximal unprofessioneller Stream. Genauso wie beim letzten Mal. Ich hoffe trotzdem, dass wir ein bisschen eine Gaudi haben. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und ich darf mich wahnsinnig freuen, wenn sich der eine oder andere mit mir zusammenfreut. Und wenn das vielleicht irgendwie hinhaut. Jetzt habe ich gerade aber irgendwie Schwierigkeiten mit dem Stream. Der scheint abgerissen zu sein. Ich muss ja gleich nochmal schauen, was da los ist. Ich verstehe es nicht. Eigentlich lacht er. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Und ja, also er lacht. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach in die Spur rein und dann werden wir gleich sehen, ob das, was wir da vorhaben, ob das auch funktioniert. Und wir werden heute natürlich wieder nur feinstes Pro-Gaming erleben, weil was sonst, wenn da der Papi zu Hause sitzt und streamt, dann muss das natürlich ein absolutes Pro-Gaming werden. Und ich habe natürlich letztes Mal schon gesagt, kein besonderes Setup. Ich habe eine ganz normale Logitech-Kamera da oben sitzen. Ich habe einen Bildschirm. Ich habe ein Mikro hier stehen, das kein High-End-Mikro ist. Deswegen auch der Sound nicht so richtig. Und ich hoffe, dass das jetzt auch mit dem Mix halbwegs hinhaut. Dass der Ton vom Spulen jetzt laut ist und jetzt leise ist. Und ich werde zwischendrin wahrscheinlich einmal eine hören und werde es mal anschauen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es mir einfach wurscht. Dazu noch eine Anmerkung. Wer am letzten Stream dabei war oder den nachgeschaut hat, der hat gemerkt, dass ich mich zwischendrin ziemlich beschwert habe über den Sound vom Spui, weil sich das in meine Ohrwaschel total scheiße angehört hat. Und der Grund, habe ich rausgekriegt, ist, dass ich über Bluetooth den Sound auf diese Kopfhörer, die eigentlich wirklich gute Kopfhörer sind, mir hab gehen lassen und das war dann aber irgendwie zu viel Sound auf einmal und das mit dem Bluetooth hat dann nicht gescheit hingehauen. Auf jeden Fall war die Qualität in meinen Ohren beschissen. Aber wenn ich mir die direkt angesteckten Kopfhörer aufsetzt, dann stelle ich fest, Sound ist vollkommen in Ordnung. Also, wahrscheinlich war mit dem Sound überhaupt nichts. Ein bisschen zu leise war ich, habe ich mir gedacht. Ich habe jetzt den Desktop-Sound ein bisschen reduziert. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Dann werden wir gleich herausfinden, ob das hier hat. Und damit wir jetzt nicht ewig da umeinander scheißern, gehen wir gleich um.
So, und da sind wir auch schon. Und ja, jetzt läuft da irgendein anderer Schmarrn. Ich glaube, ich spinne. Verstehe da keine Sau, was das soll. Naja, Sacki, auf geht's, reiten wir los. So, da ist er. Und wir müssen mal gleich gehen, weil da ist schon wieder Musik und ich habe keinen Bock, dass das klein wird. Ich habe schon wieder mitgekriegt, ich weiß gar nicht, wo das überall sichtbar ist, wo man das überall anschauen kann, weil ich habe gleich direkt von YouTube eine Meldung gekriegt. Ich habe gleich direkt von YouTube eine Meldung gekriegt, dass da noch bevor der Stream richtig fertig geworden war, dass da gleich Copyright war. Ich habe keinen Hit gekriegt, aber keinen Strike, aber. Wir wollen es nicht riskieren. So, Offroad Events, okay. Was haben wir jetzt da? Da haben wir jetzt ein Auto. Ziemlich ein Scheißkahn, ehrlich gesagt. Das klumpert nicht einmal. Doch. Oh, und da geht's schon los. Da geht's schon los. Also, das haben wir gleich mal gleich im Griff. Ich habe den Sound jetzt mal ein bisschen reduziert, damit es eben nicht gar so heftig wird, damit wir irgendwie eine Chance haben, dass wir das alles auf einmal irgendwie unterbringen. Und das erste, was wir jetzt machen, ist, wir schauen mal gleich, ob man mit dem jetzt schon irgendwas umstellen kann. Also da gibt es jetzt auf jeden Fall Offroad-Events, das ist schon mal nicht schlecht. Und da gibt es gleich mal eine Chinese. Chinese ist gut. Da machen wir uns gleich mal einen Waypoint hier. Zack. Und dann schauen wir gleich mal, was die Sache ist. Und wer letztes Mal zugeschaut hat, der hat schon gemerkt, ich fahre gerne so. Aber es kann auch sein, dass wir das unterwegs ändern. Boah, ist das ein Backstor, Kruzifix. So. Minzi! War gar kein Minzi, glaube ich. Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt gegen die Chinesen fahren oder was? Scheiße, da muss ich jetzt fahren. Come back in a suitable car to enter the stock car race. Ich will nicht in den Stock car, gut zu dirken. Da willst du die Chinesen. So. Da heißt es jedenfalls Chinese. So. Also ja, ich komme besser Englisch wie die, so. Ich finde das so geil. You're in Pisswasser Country. Das ist auf Englisch, gell? Das ist alles auf Englisch und da steht Pisswasser. Ja, warum nicht? Aber bevor wir da jetzt einige Gänger, der muss gleich nochmal eine durchhauen, weil da kommt das bestimmt eine kleine Zwischensequenz und dann kommt wahrscheinlich die Schießerei und ärgert mich, dass ich mein Kit mit der Hand habe. Aber hey! Who gives a shit? Ne? Sind da zum Gaudi haben. So. Kurz Hacke. Young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now give me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. Pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了，你有空就加的来分杯的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个，就是这个，来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father killed me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business.
We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, now let me show you the operation. Und da mich jetzt wirklich interessiert, ob das Chinesisch, was der redet, da wirklich ein gutes Chinesisch ist. Also Rockstar da nicht so dran, dass die das tatsächlich fertig bringen. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Ja! Jetzt pass auf. So, bevor der jetzt gleich weiterredet, dann müssen wir jetzt einfach, weil ich das nervt mich, dass ich das Radio ausmachen muss. Und ich glaube, dass das einfach ausgehen kann. Radio Station off. Self Radio Mode Radio Sequential Random Sequential. Wenn ich Sequential mache, bleibt das dann bei off oder muss ich das dann dauernd machen? Ich hoffe, dass das jetzt passt, gell? Und dann darf man da, glaube ich, noch einmal ein bisschen reduzieren, weil ich habe das Gefühl, das wird uns zwei. Ja, so machen wir es jetzt einmal. Und dann schauen wir mal. Und dann reiten wir mal. Und dann, ja, du wirst sehen, was ist. Auf geht's beim Schichtel. Das kann tatsächlich chinesisch sein. Also es hört sich verdammt chinesisch an. Ich weiß bloß nicht, ob es Sinn ergibt. Oder ob die einfach Diao Shirt in Qing Gao Shen Diao Se Ni Hao Jian Ji Shi. Wo heimat die Shen Ji Shi Dai Se Jian Da Ga Ni Ga Wo Shen Ji Se De. Nice to meet you. Gentlemen, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? There you go. Ample room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out! Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, Chef. Help me! Ja, das haben wir jetzt befürchtet, aber ich glaube, jetzt haben wir es tatsächlich so weit, dass ich... Und natürlich machen wir das, wenn wir das immer machen, ne? Er mag aber einfach nicht sterben, gell? Noch jemand? Was ist da los? Ah! Nice! Zack! Wo ist denn der Chef? Mach mal die Tür auf, Bruder. They gotta have the whole crew here. Ja, auf mit dir, komm. Der ist... Oh, scheiße. Ich hab schon ein bisschen geschossen. Na dann, auf geht's. Reißt mir einen Arsch auf, wenn sie das gehört. Mm.
Ja, was haben wir jetzt? Das ist ein Mannschaft. Frisst das. Und das. Und das. So, sonst noch was? Irgendwas sagt man der Faden immer. Let's get to the chopper. Achso, was haben wir noch alles? Ah, die haben wir einmal her. Haben wir schon lange nicht mehr hergenommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine dumme Idee ist, dass wir das mit der Schrotflinte machen. Yes! Ja, dann lassen wir doch die ja mal raus, die Kandidaten. Also ich sieg da bloß Pro Gaming. Alter! Alter! Okay, guys, mission passed. Bis zu ein G-Wagon. 6,5 Sekunden. Hoffentlich hält das Auto länger als 6,5 Sekunden. Machen wir folgendes. Ein paar Türen zu. Also, das schaut schon mal nicht hin mit dem Sequential, wo so sie, ich weiß nicht, was das heißen soll. Wahrscheinlich macht es dann einen nahe Radiosender noch am anderen. Ich hätte es halt einfach gern always off. Vielleicht geht das, vielleicht dann ist mal wurscht. Ich nehme jetzt den G-Wagon, weil der ist wahrscheinlich geiler, wenn er meinige. So, da hat sich gerade mein Burg gemeint, aber der hat jetzt nichts gesagt, der hat bloß einmal gequietscht. Ich hoffe, dass das er war dann jetzt. So. Jetzt der mal schauen, wo wir hin müssen. Unarmed, so, dann schauen wir mal da her. Und da herum. Nein, Horschnei wird jetzt eigentlich nicht. Trevor. Oh, tough break, Rover. Ja, das ist jetzt Blacklaffer. Und der findet's voll scheiße, dass ich seinen Hund zusammengefahren hab. Ja gut, da muss halt dein Dackel ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt wieder. Der hat auf der Straße halt einfach an nix verloren. Oh! Entschuldigung. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht. Die sind sauer. Oh, Ausstand hat schon nicht schlecht, aber. Ja, nein, I'm so sorry. Not sorry. So, das ist jetzt mein Hirn da. Ja, ich habe natürlich Parking Skills. Zero. Ja, schauen wir mal. Was ist jetzt mit dir? Johnny Kay? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. Find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh?
find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along. Anger management issues. Shall we go? Ganz klar, bisschen. Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. I gotta swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield. Check it out. Den oder den? Den oder den? Den. Arschloch. Ja, das ist ein bisschen awkward, wenn man das so macht, aber. Ja, okay, also die Dinger sind echt lustig zum Steuern. Geht so. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Ich sehe, was ich haben will, aber da sehe ich keinen Suppressor. So, Browse Weapons. Okay, es schaut jetzt erst einmal nicht so schlecht aus. Haben wir das jetzt dabei? Schaut fast so aus. Was schaut das aus? Gehen wir ganz kurz bei der Tür raus. Gut, ne? Jupp. Das schaut was aus da. Jetzt spinnt er ganz, glaube ich. Ach so, ja. Hm. Da haben wir extra voll Munition. Ich glaube, das dann mal einfach mal so hernehmen. Auf. Ron, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor. But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip. Of course there are. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. We are? Yes, we are. Point at the water tower, boss. Das scheint da zu sein, ne? I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Come up. Ja, ich komme schon. You can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? So, schauen wir mal gleich, was dann los ist. In the middle of the night. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. Don't shoot. You see? I'm moving. Just keep me covered, okay? Wo ist er? Shoot you in the behind. Hurry up, will ya? Shit! I hear an engine!
kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Wie kann er aber denn sagen? Shit! He's coming out before our door! Shoot! The guy had a buddy in the building! He's come out! Good kill, Trevor! Sorry, daneben geschossen. Ja. Not sorry. Jetzt rasen wir gleich auf, du. Muss ich da irgendwo rein oder muss ich da irgendwas machen oder muss ich jetzt einfach sterben? Ja, da muss ich jetzt mal entschuldigen, das war's. Ja, ich muss ja erst einmal rein in das Ding. Steigen wir da mal drüber, mal wurscht. Ja, wenn du mir sagst, wo die Scheißplane ist. Ich suche das den Eingang. Das nervt mich jetzt. Nervt mich Vollgas. Ja, da war so einfach reingegangen, ne? Ja. Jetzt war halt bald in die Dinger reingelaufen.
Ich weiß es nicht so ganz genau. Ja, die Bomben war ich schon, da ist schon hernehmen, aber ich habe es. Ja, würde ich ja. Ich kann Waffen nicht wechseln. Ja, mit der Steuerung müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen auseinandersetzen. Na. Oh. Ich wollte G-Drucker. Und bin aufs F klatscht. Wow, das ist ja eine totale Scheißsteuerung. Normal, dass das Ding so langsam flippt, eigentlich. Also, nur damit diejenigen, die das noch nicht gespielt haben, was es wahrscheinlich nicht gibt, das auch sehen, es ist, ich muss mit dem Nummernfeld durchfliegen. Ist ja völlig bescheuert. Und mach es doch lieber mit der Maus. Fly low. Warum fliegt denn er so hoch? How do I drop the cargo? Jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt fliegen wir.
Ja, das war ein bisschen zu langsam. Into the hangar. Ja, war doch gar nicht so schlecht. War total beschissen, aber. Shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate or masturbate or both. Okay. Oh Gott. Mein Kollege ist gerade overboard gegangen und hat einen sehr kleinen Schneemann im Dienst gemacht. Corbin zu einem Messer reingesteckt. Dem muss so fahrt sein, dem Burm. Leck mir Mosch. Sorry, Leute, ich muss das ganz kurz machen, es hilft nichts. Es hilft ja nichts. Du legst dein Handy einmal auf Zeit, den ganzen Tag ist nichts und dann hast du 20.000 Nachrichten und. Ja, wurscht. Alles wird wurscht. Also, wir sind jetzt erfolgreich. Introducing new breed of low-tech combat. Bla bla bla. Also, wir haben jetzt da Flieger. Der steht uns offensichtlich zur Verfügung. Da oben dreht auch nochmal so Doppeldecker umeinander. Kosten dort die Scheiße auch noch was. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kommen wir einfach hier nicht mehr. Also, das mit dem Flieger, das müssen wir uns irgendwie anschauen, ob man da mal vielleicht die Steuerung. Aber ich erinnere mich, dass das bei GTA immer schon so ein bisschen. Bis halt windig war. Aber hey, was der man jetzt? Jetzt glaube ich, müssen wir mal schauen, weil wir haben, glaube ich. Oh! Oh! Wir haben irgendwie unsere Assault Rifle gewechselt. Das ist jetzt. Achso, haben wir da zwei davon. Wie wechsle ich die? Ach, so wechsle ich die. Also ich habe diese und ich habe diese. Und ich kann jetzt entscheiden, ob ich die da hernehme. Sorry, ihr merkt es schon. Ich bin der totale Profi in dem Spiel. Ne? Und man merkt ja da voll, wie das Ding da. Well, I'll be fucked.
Kinder, das ist doch maximale Scheiße. In welcher Reihenfolge sind das da drin? Das ist ja furchtbar. Das ist die AK. So viel steht fest. Da schießt man mehr drauf, weil das fliegt uns da auch schon. Und wenn ich das roll, dann komme ich daher. Vom Feuer. Voll geil einfach. Voll geil. Was bist du für Kandidat? Du bist der große Kandidat. Warum ist jetzt das Ding nicht in die Luft geflogen? Weil wir jetzt blöd waren, dass wir den Knopf drücken. Aber da hätte ich ja wissen müssen, würde ich, wahrscheinlich hätte ich da mit dem Handy übereinander datscheln müssen wieder. Kannst du fahren? Nicht in das Ding da, sonst. Wohl gut, ey. Pfosten mitgenommen. Ja, aber die Schäbern taugt mir. Die ist cool. Auf zum Chinese, oder? Da der wir jetzt aber folgendes, dann machen wir jetzt einfach mal so, zack und zack und oh, you're going nowhere. Ich glaube, dass dir ein bisschen, ich glaube, dir brennt was. Ja, jetzt hat es mir ein bisschen nicht besser. Kurz nicht aufpasst, kurz wieder was anderes gemacht. Man sieht heute halt einfach nichts mit Windschutzscheiben hieß. Ja, gar nichts. Parallel wieder mit meinen Dingen umeinander da. So, jetzt. Um mit der Schicht da. Zum Chinesen will man. Ja, letztes Mal bin ich besser gefahren. Ja, der hat erstaunlich wenig Drift. Der liegt richtig gut auf der Straße und. Kann aber noch ein bisschen besser auf der Straße liegen. Scheiße. Aber ich glaube, ich sehe nicht, wie schnell das Klump wird und deswegen. Ja, jetzt schreibt es mir wieder was. Mei. Ich muss gleich wieder aufs Handy schauen. Es tut mir so wahnsinnig leid, aber ich weiß, das ist ein totaler Murks. Mal schauen, mit dem Ding können wir wenigstens auch mit der Pampe fahren. Dann stellen wir ihn da her. Stell ihn auch gut da. Den habe ich komplett der Haut jetzt, oder? Ja, die Schäbern ist hi. Aber er fährt noch. Richtig, so. Nein, bei der Tür. Can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. The fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who?
gonna who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Okay. Komm mal da nicht einmal gemütlich, wenn ich rauche. Ist das sowieso ein Stress? Ja, auf jetzt. Ja, man muss ja schon sagen, vorher war die Spur relativ slow und jetzt sind wir permanent am Schießen. Ist auch nicht schlecht. Aber man merkt schon, verschiedene Charaktere, verschiedene Storylines. Und beim Trevor geht's gerade richtig los. Bei den anderen war es ein bisschen schleppend, beim Trevor geht's gerade richtig los. Ja, geh hin. Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us! Start writing those names on tombstones! I'm on the way to your lab, and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! All of you are going to die! Ja, das ist eine Ansage. Kann man nichts sagen. Aber ganz ehrlich, der müsste, glaube ich, mal... Ja, was machst du denn? Sorry, aber kann mir mal einer erklären, was da überall diese Viecher werden? Na warte, da fahren wir jetzt einmal noch nicht auf, weil es gibt gleich eine Riesenschießerei und ich möchte mal in Ruhe. Oh, nicht daher. Scheiße. Wieder nix. Wieder nix. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots. We know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how. I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. I mag ja gar nicht. 17 Schuss. Eins, zwei, drei. Sind wir gleich vorbei. Aber zuerst rauchen wir noch nicht. Weil die ist so nicht, ich mag das nicht, wenn ich die alle abbreche, da sitzt die Zigaretten da. Hab ich irgendein Viecher da sitzen auf meinem Display? Hau ab jetzt. Hau ab? Nein. Wo haben wir denn noch Leute? Da hinten ist einer. Da oben sind sie drei. Und da sind sie. Einer.
Tiefenschärfe regt da überhaupt nicht auf. Vielleicht noch die Arme aus der. Oder den kann man vielleicht droppen und dann kann man die anderen droppen. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. So, so, Kippe ist gleich vorbei. Keine Sorge, wir gehen gleich los. Schau her, haben wir gleich zwei. Machen wir zuerst stehen und machen wir den und dann gehen wir es doch rauf. Nehmen wir gleich einfach nur fällen. So, Kippe weg. Let me see. Let me show you its features. Da waren aber mehrere. Ja, aber ist sicher nicht. You wanna see competition? Here to kill ya. Ist nicht wahr. Da hat er mit so einem sauberen Lackschott hingelegt. Kreuz. Birnbaum. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you and I'll torch your cookhouse. Oh, die Reihenfolge war gut. So, das ist ein kleiner Body. Gleich muss ich verabschieden. Du verabschiedest dich. Du verabschiedest dich. Na, das war er nicht, das ist ein Mülleimer. Ja, daneben. Ich schieße da, ja? Von wo schießt denn der? Kreuzkruzifix? Oh, ich sieg's halt nicht, die Grantler. Oh, sorry, Leute. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? Ja, da müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir die alle wegbringen, ohne dass wir die auf den Sack gingen. Also das ist klar, die sind recht einfach da, die zwei Sprache und Takedown Reacting Guards. Ja, einmal, zweimal. Dreimal. I don't see any movement. Oh, that's it. Yeah, drive off. I'll just see you another day. Gut, nein. Ja, C-Fix leckt mir noch am Arsch.
Ja, langsam. Na komm. Du weißt, es ist Camping, aber es macht Spaß. Der stellt nur mehr auf, glaube ich. Bitte. Ein bisschen E-Sackeln. Loot. Auf mit dir. So eine Riesenbude kann so schön sein und es ist nur Müll. Scheiß Hillbillies. So, jetzt haben wir das erledigt. Ich glaube, das ist Engine vom Auto ist fast im Arsch. Okay, also ich glaube, da herum haben wir relativ gut zusammengerannt. Jetzt müssen wir unten nochmal ein paar von die Arschgeigen bei der Tür. Überall, wo es einen gelegt hat, müssen wir mal drüber laufen, einfach weil. Da ist ein Haufen Grafik. So, Keller runter oder was? Es schaut so aus, als müssen wir einen Keller runtergehen. Ich habe da irgendwas Staffel gesehen. Hat das einen Keller? Was soll ich machen? Ich soll das Zeug zünden oder das Grafik da. Wohnzimmer. Das ist das Schönste. Den da draußen haben wir auch schon gelegt. Ich kann die mitten hier, mach die Tür auf. Jetzt haben wir wieder runtergekommen. Da geht die Tür nicht auf. Okay, also er sagt zu mir, ist es unten und ist es in diese Richtung. Unter diesem Zimmer. Nochmal ein Klo. Da drunter. Da ist das Meth Lab, glaube ich. Wisst ihr, Leute, ich hab voll das Problem, ich müsste dringend einmal ein bisschen. Da hinten ist irgendwas. Warte mal. Warte. Fix! Was? Da ist er hier! To pour gasoline, equip the jerry can and hold. Wait, da habe ich Stein vergessen. So,
So, wir haben wir von dem Gasolin? Hoffentlich ist da ordentlich was drin. Ich finde da, dass der Trevor wirklich ein Anger-Management-Problem hat. Shoot the gasoline train. Let there be light. Oh, das wäre jetzt ein ziemlicher. Habt ihr die Werbung nochmal gesehen vom Arnold Schwarzenegger? Habt ihr den Schwarzenegger seine Werbung nochmal gesehen? Die hat einmal sowas gemacht, dass er irgendeinen Fan auslost, der muss man halt irgendwas kommentieren oder hinschreiben oder keine Ahnung. Und dann lost er einen aus und dann hat er mit dem, ist er mit seinem Panzer auf seinem Grundstück oder irgendwelche Sachen zusammengefahren und fürs Jahr drauf hat er gesagt, this time we're going to blow shit up. Und have a closet that you can't not arrange, blow it up. Made too much spaghetti, blow it up. See your neighbor car, again parking in your parking lot. Und dann Nachbar so, I got this new, consider it waxed, boom. Ja. So, und dann geht der von der, dann siehst du so ein Slow-Mo, wo er quasi von einer Explosion wegklafft. Und dann kommt so ein Pfeil und dann steht, this could be you in the selfie. Ja, keine Ahnung, was wir hier sollen. Ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das geschickt ist, dass wir jetzt da sein. Es kann sein, dass uns der da gleich voll auf den Sack geht. Da, der schaut so aus, als dass der irgendwie Probleme machen. Aber es ist mir jetzt wurscht. Ja, er schaut da. Ja, na. Na, halt. Fährt der alte Find? Der fährt und jetzt kriegen wir gleich Feuer auf den Sock. Geiler Scheiß. Die alte Maschine fährt. Also nicht, dass das irgendwie cool war. Der fährt. Aber egal, wo ich jetzt hier möchte, mit dem Ding bin ich 100.000 Jahre unterwegs. Und das machen wir jetzt natürlich nicht. Ich wollte ihn jetzt eigentlich bloß einmal Probe fahren. Ich stelle ihn wieder hin. Der ist so schön. Das war jetzt... Das habe ich jetzt ausprobieren müssen. Tut mir leid. Wo ist mein Ding hier? Boah, nah jetzt, oder? Okay. Schade, die Spawn des Fahrzeugs. Das ist mir früher. Das geht einfach gar nicht. Das sind so Dinge. Rockstar, das habt ihr in die alten schon gemacht. Das muss doch nicht in dem Spiel auch sein, dass du Fahrzeug absteigst und dann drast du im Kreis und das despawnt. Was soll denn das? Klar, du müllst sonst die ganze Stadt so, wenn es ewig stehen bleibt, aber wenigstens einmal so, dass du aus der Sichtweite bist, bevor es despawnt. Nicht, wenn es daneben stehst. Himmel, Fixletten. So, folgendes Programm. Der Papa muss erstens zum Pieseln. End of Support. Ja, ist mir wurscht. Der Papa muss erstens zum Bieseln, zweitens braucht der Papa eine neue Halbe, weil das wird demnächst nichts mehr. Und drittens hätte ich jetzt einmal gleich mal ganz kurz ein bisschen eine Pause eingewirkt. Und deswegen werde ich das jetzt auch einfach machen. Und wir werden, damit das nicht so fad wird, ja, damit es nicht so fad wird, werden wir gleich mal folgendes machen. Was ist denn da Warnung? Die aktuelle, was spinnt er denn? Was ist los?
liegt unter der empfohlenen Bitrate. Ja, das ist jetzt, sage ich mal. Ja, das ist schön, dass du jetzt die Empfehlung da von der Bitrate von XYZ. Wenn du jetzt sagst, wo ich die hernehmen soll, Grütze Philand. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Dann machen wir jetzt folgendes. Ich gebe euch jetzt ein Interlude und dann sind wir einfach gleich hinterher wieder da. Bis dann. Schade, ich fand Claptrap da oben am, mit seinem Arsch etwas besser. Das stimmt, aber ich finde auch die Pappe sehr vertrauenserweckend. Sollte reichen für die nächsten 100 Hyperspace Jumps. Was passiert wohl, wenn man drauf schießt? Und was mit mir? Was mit mir? Hier? Hey. Hallo? Tja. So. Mach hin. Ich, warte, ich kurse. Ja, kurse mal. Die haben alle so Ausrufezeichen über dem Kopf, als würden sie irgendwas von uns wollen. Ich würde sagen, Sidequests. Wir können auch Sidequests machen. Macht es denn Sinn? Lohnt sich das oder müssen wir dann wieder durch irgendeine scheiß Simulation? Simulation muss man da glaube ich keine mehr, aber es macht tatsächlich manchmal Sinn, damit die Gegner nicht so high level sind, wenn man da umkommt. Ja, okay. Aber wir machen eines nicht für diesen kleinen, widerlichen scheiß Drecksroboter hier. Für den machen wir keine Sidequests. Für die Blechbüchse? Ja. Okay. Schade, ich hätte jetzt erwartet, dass du sofort die Quest annimmst und startest. Soll ich das machen? Nein, jetzt ist zu spät, der Moment ist vorbei. Na gut. Ich glaube aber, dass ihre Quest auch scheiße ist. Oh, jetzt habe ich selber gemacht. Verdammt! Wir müssen die Landekapsel benutzen. Ja. Also man kann ja diese Dinger ja annehmen, aber man muss sie ja nicht... Tennis will, dass wir Spritzen suchen im Raumschiff. Das ist irgendwie boring, oder? Das ist irgendwie boring. Ja, das ist boring. Komm. Würde man das Raumschiff wenigstens mal... das machen wir irgendwann. Ja, das machen wir jetzt nicht. Keine Zeit für sowas. Ich will was erschießen. Müssen wir da runter, oder? Im Prinzip müssen wir in den Laderaum. Also ja, schon. Und wieder, wo geht's in den Laderaum? Oh, guck mal, da sind... Cargo Bay. Das sind ja Wegweiser. Geil. Ja, in der Tat. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Ja, go. Ach, gerne. Ich trete ja so ungern in Ärsche. Ich schieße lieber in Ärsche. Oder wichse in Ärsche. Ihre... Egal. Ja. Nicht jugendfrei. Ich habe gerade kurz einen Lebensbalken mit 99999999 auf in meinem Screen. Ich hoffe, das ist permanent. Und was sind das für Dudes? Warum hat er ein Lichtschwert? Er hat sich im Universum geirrt. Ja, das ist, habe ich mir letztes Mal gedacht. Da bist du ja. Passend für den Kampf. Ich bin Maya. Kommst du mir eigentlich für Knarren? Hallo Maya. Ja, gerne. Na, so, ich dachte jetzt beim Kraulen oder Kochen für die oder so, keine Ahnung. Beim Kraulen? Ja, Kraulen. Jeder freut sich, wenn man gekrault wird, oder? Hauptsächlich, ganz besonders dein Tier. Dein Tier denn? Ja, das läuft hier rum. Warte mal ein epischer Schild.
Haben wir was übersehen? Bist du schon wieder shoppen? Oh ja. Ja, ja, ich habe einen ziemlich geilen Schild gefunden. Zum Thema Videolängen. Ah, scheiße, der kann man nicht benutzen. Ja, du kämpfst ja währenddessen. Ja, ist ja okay. Du ballerst dich, Kopf ein. Sehr gut. Ich gehe arbeiten. Arbeitsteilung. Geld. Die Frau in der Beziehung. Die Inhalts einfach so. Ach, Briefkasten. Postgeheimnis. Oder auch nicht. Level 14, Dudes. Ja, da sollten wir vielleicht echt mal leveln. Ah, fuck. Lass mich den umlegen. Nimm ihn! Geht's oder geht's? Ja, geht. Geht schon. Dieses Schild hätte Kälteresistenz gehabt. Ja, gedacht, Kälteresistenz braucht kein Mensch, aber. Ja klar, du wurdest ja auch gerade eingefroren. Meiner hat gesagt, du schützt dich. Hauptsache Zimmer zwischen den Ohren. So, es tut mir wahnsinnig leid, jetzt habe ich gerade gesehen, dass der Stream einfach so nicht funktioniert hat, wie ich das wollen habe. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich wollte ich euch jetzt mitnehmen zu etwas anderem. Und zwar habe ich mal ganz altes Video aus der Zunge von einem Späßel mit mir. Wir haben miteinander bisschen Borderlands gespielt. Das war schon ein bisschen her. Borderlands 3. Und das habe ich jetzt laufen lassen. Das tut mir wahnsinnig leid, wenn das jetzt so scheiße ist. Aber, mei, wie wir schon gesagt haben, vorher schon festgestellt haben, völlig unprofessioneller Stream. Wir haben jetzt einen Stream beieinander, wo wir gerade dabei sind. Wo aus irgendeinem mir unbekannten Grund mehrere Fehler auftreten hier. Ich schaue das, versuche das gerade irgendwie parallel, verstehst du? Ich schaue das. Überlegen reden, ja. Wir haben jetzt also einen Stream, der ist jetzt wie lang? Der haben wir. Steht denn das, wie lange wir das eigentlich schon machen? Weiß ich gar nicht, wissen wir das? Also auf jeden Fall ist jetzt 23.33 Uhr. Ich hätte jetzt an der Stelle, weil es gerade so schön ist, Folgendes gemacht: Wir fahren mal jetzt noch eine Runde. Und schmatzen dabei ein bisschen. Und schau einfach mal, wo die Reise hier geht. Am Mikro ist gehen. Ne? Die anahmt vielleicht einfach, dass mir nicht gleich wieder irgendwas passiert. Wenn ich jetzt an Trevor zurückfahre, gibt sofort die nächste Mission. Machen wir jetzt einmal nicht. Wir fahren nochmal ein bisschen spazieren. Und dann unterhalten wir uns nochmal. Und zwar erstens, Prost einmal. Ich finde den Bulldog so geil. Wenn der Marken hat, darf mich jetzt interessieren, was das ist. Ob da John Deere draufsteht. Kommen wir da ein bisschen, was heißt das? Stanley. Ja, die gibt es natürlich nicht, die Marken. Aber gibt's. Weiß einer was, ob es in Amerika Bulldog-Marken gibt, die so ähnlich schreibt, aber anders heißt? Also wo der Schriftzug so ähnlich ist? Krasser Scheiß. Okay. äh,
Das war ja schön, wenn man so ein Mobile Home dann hinten Nägel kann, gell? Ich fahr jetzt echt mit dem Ding da. Unglaublich. Und ja, die haben tatsächlich früher einfach Eisenbereifung gehabt. So, warum Gummi? Was soll der Scheiß? Wir fahren sowieso über den Acker. Jetzt wärst von dem Traktor überholt. Also eins muss man dem Spiel lassen, ist, na klar, ist es 10 Jahre alt. Aber schön fand ich in den damaligen Zeiten die GTAs eigentlich immer. Ja, das ist schon ein bisschen was Modernes da. Ich hab die eigentlich auch schon schön gefunden. Ich hab immer das Gefühl gehabt, ich hab GTA 3 habe ich gespielt und das ist natürlich eine super geschissene Kackgrafik. Aber das ist halt auch entsprechend alt und damals war das cool. Damals war das in Ordnung. Hat mir voll taugt. Ich hab das ewig gespielt. Das hat mir richtig Spaß gemacht, da umeinander zu fahren. Krasses Pferdl. Und das gleiche habe ich dann gemacht bei Vice City. Das ist ja retrospektiv auch totale Kackgrafik, aber auch damals war das vollkommen in Ordnung. Und hat echt Spaß gemacht. Und was ich auch gespielt habe, war Mafia. Was ich nie gespielt habe, war Mafia 2. Aber Mafia war auch in meinen Augen ein wirklich gutes Spiel. Mir hat es sehr viel Freude bereitet. Und ja, auch hier war die Grafik natürlich damals gut, heut kacki. Kolbe, die muss kaufen. Na, wenn wir schon da sind. Fresh Fruits and Vegetables. Das würde mich jetzt interessieren, ob man da was kaufen kann. Mit dem darf ich jetzt eine Banane abkaufen. Ja, ich will da was abkaufen. Schau mal, was du für geile Äpfel hast. Und dann darf ich nicht kommen, weil du sagst, ich schau aus wie... Ja, was weiß ich. Kannst froh sein, dass der Trevor jetzt gerade nicht in der Zwischensequenz ist. Der hätte einen kleinen Schädel geschlagen. Dein Ernst jetzt? Ich bin mit dem Ding gekommen, das war kein Problem. Jetzt, wo ich aufsteige, ist es ein Problem, oder was? Ja, lass mal ein bisschen laufen. Und solche Kleinigkeiten sind, wo ich einfach sage, das... Da waren jetzt mehrere Titel dazwischen, das hätten wir aufräumen können. Und ich habe mir sagen lassen aus diversen Videos, dass GTA 4... so manches tatsächlich besser löst als GTA 5. Also... Dass die Polizei zum Beispiel, glaube ich, reagiert, wenn du über rote Ampel drüber fährst. Stimmt das? Weiß ich nicht. Aber sowas, ich weiß, ich fahre mit dem Auto hier, steigt der aus, steigt wieder ein und auf einmal ist es wieder gestohlen und dann flippt auf einmal der Typ wieder aus. Also, das macht einfach in meinem Kopf keinen Sinn. Was ist denn das da hinten? Gaudi-Zirkus, da ist ein Trailerpark. Da fahr ich jetzt mit dem gestohlenen Ding nicht nehmen, sonst flippen sie wieder aus. Aber beim Trailerfahren gibt es mein Auto. Zum Trailer fahre ich jetzt so Vieri. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch zum Trailer fahren. Sollen wir mal einen Haarschnitt machen? Einmal Haare schneiden. Das machen wir jetzt. Einmal Haare schneiden. Schauen wir mal, was der Trailer macht, weil der schaut aus wie Scheiße. Wir haben ja schon die furchtbaren Klamotten ausgezogen. Was machen wir jetzt, wenn man das halt macht? Man stellt das Ding einfach da ab. Zack, fertig. Jetzt schauen wir mal, ob man aus deinen Zodern da... Schaut aus, als wäre ein Ratz auf deinem Schädel gestorben. Tür auf. Sag mal, wirklich jetzt, ist das... In jedem Friseur die gleiche Schicksen. Gibt's ein Friseurs und die beamen sich da hin, wo ich bin, oder was? Hairstyles. Hairstyles. Randall.
Klares Nein. Grown out. So wie jetzt. Mallet. Ja, genau. Fukuhila. Sag mir, dass du ein Hillbilly bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Hillbilly bist. Trailer Cut. Du, dann sag mir nicht bist, dann ist der Trailer Cut. Der muss so scheiße erscheinen, glaube ich. Oh yeah. Oh yeah. Oh no. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, schaut euch die Visage mal an von dem Kerl. So. Er schaut schon echt scheiße aus. Und jetzt schaut er die Visage an. Das tut ihm schon gut. Oder? Das tut ihm schon gut. Aber das da. Lemmy Kilmister, Alter. Jetzt muss ich mich entscheiden. Kilmister. Einfach bloß, weil wir es kennen. Alles andere macht keinen Sinn. Einfach bloß, weil wir es kennen. So, auf geht's. Passt. Wunderbar. Thanks for stopping by. Wunderbar. Da sind wir wieder. Jetzt schaut er wenigstens nicht mehr aus, wie wenn er gerade aus der Schachtel gestiegen wäre. Ja, was? Die lassen wir, glaube ich, ein bisschen fahren, weil ich möchte jetzt da ehrlich gesagt aufsteigen und nicht sofort die Bullen am Arsch haben. Und mit dem Ding. Come on. Mit dem Ding. Da, wenn's mit dem Ding der Polizei davor fährst, kriegst du einen Orden. Oder zwei. Zwei und ein Fleißbindchen. Da war mein Auto. Autoline. Und der Handbremse hat der sicher gar nicht gehabt. Jedenfalls nicht so eine. So. Und dann, meine Damen und Herren. Ist jetzt tatsächlich der Zeitpunkt gekommen. Es ist vorbei. Wer zugeschaut hat. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich werde es jetzt dabei belassen. Wir haben jetzt 23.43 Uhr. Es ist fast 12 in der Nacht. Ich glaube, die meisten haben sowieso was anderes zum Tor gehabt. Freue mich immer, wenn es irgendwie einen Spaß gemacht hat. Mir hat Spaß gemacht. Ich wollte jetzt das einfach bloß probieren, ob das irgendwie funktioniert. Ich habe schon gemerkt, irgendwie haben wir so mit dem Upstream nicht das Tempo, das wir haben wollen. Vielleicht ist meine Internetverbindung wirklich so scheiße. Vielleicht ist es auch irgendeine Einstellung. Vielleicht liegt es auch an dem, weil ich den Stream-Feedback habe. Aber eigentlich sollte es nur den Downstream behelligen und nicht den Upstream. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich habe natürlich meine LAN-Einstellungen. Da muss ich nochmal reinschauen. Vielleicht gibt es da, weil ich habe da so einen Killer und der wird das irgendwie regeln. Und vielleicht regelt der irgendeinen Schmarrn. Aber ist es jetzt wurschtig. Ich glaube, man kann das an der Stelle jetzt einfach stehen lassen. Ja, war wie immer Fetzen Gaudi. Und wer weiß, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, es gibt den Stream nur einmal und nie wieder. Jetzt gibt es ihn schon zweimal und nie wieder. Und wer weiß, dreimal und nie wieder. Keine Ahnung. Ihr wisst, was es ist. Ich bin allein daheim. Es darf keiner da sein. Ich muss meine Ruhe haben. Ich habe dann immer den Buben da. Das kann also ständig sein, dass uns der unterbricht. Gott sei Dank schlaft der wie ein Stor. Ist alles gut. Hätte aber leicht in Tosen gehen können. Ich entschuldige mich noch einmal für das missglückte Interlude, weil er aus mir nicht bekannten Gründen leider das Fenster nicht dargestellt hat, das ich darstellen wollte. Ich habe das vorher probiert, es hat vorher funktioniert und jetzt funktioniert es nicht und ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Vielleicht, weil er mit dem Vollbild Probleme hat, weil ich das ins Vollbild klicke und dann ist das ein anderes Fenster und dann muss ich das. Ich hätte das Video von der Festplatte spulen wollen, ich habe es aber nicht mehr auf der Festplatte. Ich habe es hochgeladen, es ist 2 Jahre alt. Ich habe es weg, do, weil was soll ich mit dem Zeug? Das frisst man bloß einen Speicherplatz. Jetzt habe ich gemeint, jetzt tue ich eigentlich quasi ein YouTube-Video einspulen. Das mache ich ganz geschickt aus dem Browser. Mein Scheißdreck ist gegangen. Ja, aber gut.
Jeder andere wird jetzt sagen, Eberle, das war vorher klar. Ja. Vor allen Dingen jemand, der sich auskennt. Da sagen wir es wieder, der da kennt sich nicht aus. Das mit dem Streaming ist einfach neu. Ja. Und ich wollte jetzt einfach schauen, ob ich beim letzten Mal schon gesagt, ich sage es nochmal. Ich wollte schauen, wenn man mit relativ wenig Equipment, und ich habe wirklich nicht viel da, kein Greenscreen, kein zweiten Bildschirm. Ich habe hier auf dem Handy, da habe ich, da, wo ist es, hier, gut, dass man das nicht sieht, da habe ich quasi den Stream parallel mitlaufen, dass ich sehe, dass er läuft, dass ich, wenn was im Chat ist, dass ich sehe, dass da was passiert, weil ich das hier einfach nicht darstellen kann. Es geht nicht, ich habe bloß den einen Bildschirm, und nein, ich werde mir jetzt keinen zweiten Bildschirm kaufen, weil das, ich brauche ihn nicht. Und für das, was wir jetzt gerade probiert haben, war es, finde ich, gut. Die Logitech-Kamera hat ihren Job gemacht. Ich hoffe, das Mikro hat auch halbwegs funktioniert. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal hier sitzen, werde mir das Ergebnis nochmal anschauen, werde schauen, was ich da so technisch daraus lernen kann. Und dann werde ich mir vielleicht, die nächste Mission noch spielen. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Euch auf jeden Fall. Habt noch Spaß. Gute Nacht. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja einen dritten. Wir wissen es nicht. Wenn ihr natürlich jetzt reinschaut, mach einen dritten, das war lustig, das hat der Gaudi gemacht, Qualität war zwar höher, aber es ist schön, dass man mal sieht, wie das war, der macht, der einfach das zur Gaudi macht und nicht Geld damit verdienen muss oder sonst was. Und vielleicht habt ihr Bock, dann schaut mir das rein, dann werde ich schauen, wann das geht, aber es geht halt immer nur spontan, also ihr müsst mich quasi abonnieren, und wenn es dann passiert und aufpoppt und ihr zufällig Zeit habt, dann könnt ihr einschalten. Aber ansonsten hätte ich gesagt, war schön. Und gute Nacht, habe dir, schleicht's euch.